Um den Zeilenabstand in Word anzupassen, sind nicht viele Schritte notwendig. In diesem Video zeige ich dir, wie du den Zeilenabstand einstellen oder komplett entfernen kannst. Viel Spaß! Oben in der Leiste unter Start findest du die Einstellung dafür. Im Bereich Absatz kannst du dort schon einmal aus vorgefertigten Vorlagen wählen. Von einem Zeilenabstand ab 1.0 bis 3.0 ist da schon alles bei. Um den Zeilenabstand allerdings restlos zu entfernen, markiere deinen Text und wähle hier die Einstellung 1.0. Möchtest du den Abstand allerdings noch spezifischer einstellen, so klickst du im Dropdown-Menü auf Zeilenabstandsoptionen. Im unteren Bereich unter Abstand und Zeilenabstand kannst du aus weiteren Varianten eine auswählen. Mit Einfach wird genau der Zeilenabstand eingehalten, den du links daneben im Feld eingetragen hast. Bei einer Einstellung von 1,5 Zeilen wird der Abstand um 1,5 Zeilen erweitert. Wenn du dich für doppelt entscheidest, wird der Zeilenabstand ganz sinngemäß verdoppelt. Die Einstellung mindestens lässt rechts im Kasten noch eine viel genauere Angabe zu, verhindert allerdings bei einem zu geringen Wert, dass die Zeilen sich überlagern. Genau andersrum ist das mit der Einstellung genau. Wenn du hier einen zu kleinen Wert einträgst, kann es sein, dass die Zeilen sich überlappen. Wiederum mehrfach einfach nur für die Mehrfachverdopplung steht, die du rechts in den Kasten eingetragen hast. Am besten, wenn du das einmal selbst versuchst, was für dich da am besten ist. So viel dazu. Möchtest du jetzt noch wissen, wie du ein Inhaltsverzeichnis oder Seitenzahlen zu deinem Word-Dokument hinzufügen kannst, so schau mal in das jetzt verlinkte Video. Weitere Videos dieser Art findest du auf meinem YouTube-Kanal. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Hau rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!